Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Realtime-Driving-Folge. Wir befinden uns gerade auf der L14. Wir waren gerade in Bützow und fahren jetzt Richtung Wismar, weil die L71 zur Autobahn ist gesperrt. Oh, dich habe ich ja ganz vergessen auszumachen. Das wollen wir mal schnell ändern hier. So, aus die Maus. Wie Sie sehen, es ist eine wunderschön ausgebaute Mecklenburger Straße. Nicht. Yeah. Und du musst jetzt hier rumtuckern, oder was? Dann tucker ich dir mal hinterher. Wir müssen jetzt hier eine Umleitung fahren, weil sie da wohl irgendwie die Straße aufgerissen haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das alle über 20 Tonnen gesperrt. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach Wildeshausen. Ja, kann ich dich überholen hier auf deinem Donnerbalken? So ein Bürschen, wa? Ist eine Straße hier, du. Eigentlich wollte ich heute die Kamera aufs Dach stellen, aber ich war ein kleines bisschen... Oh, na perfekt, Alter. Ein kleines bisschen... zu faul. Deswegen habe ich gedacht, mache ich das heute noch mal so. Und dann gucken wir mal, wann und wie und wo wir euch mal aufs Dach gestellt kriegen. Ihr Lieben. So, aber habt ihr gesehen, gerade der rote LKW, der ist auch ganz schön in die Eisen gegangen. Ne? Der hat auch nicht damit gerechnet, dass ihm so ein LKW entgegenkommt hier. Alter, 64 ist auf V-Max hier, ne? Mehr geht hier wirklich nicht, du. Genau. Wir haben Donnerstag. Aktuell 6.25 Uhr in der Früh. Und den 25. Juli, glaube ich, haben wir heute. Ja, den 25. Juli. Wir haben nämlich 24 Stunden in Vorland rumgestanden. Jetzt fahren wir nämlich nach Wildeshausen. Dann fahren wir nach Garrel und haben schon wieder Feierabend. Ich werde meinen Kollegen nachher mal anrufen, den Jan, wenn der nämlich da ist und dort auch Feierabend hat. Ich weiß ja nicht, wann er dort auftaucht, weil er ist gestern Abend schon losgefahren. Ich gehe mal davon aus, dass er schon in Garrel sein wird. Aber falls er auch dort rumstehen muss bis morgen früh irgendwann, dann würde ich den jungen Mann nämlich fragen, ob wir grillen wollen. Können wir nämlich dann noch mal schnell, wenn ich angetrudelt komme, da können wir nämlich mit Garrel noch mal schnell zum Rewe fahren. Also muss ich so oder so. Oh, 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 ja, Jesus Maria. Tu das Not, dass ihr hier so eine Bodenwelle reinhämmert hier oder was? Das ist doch nicht schön. Und fahren tut sich das auch nicht gut. Das ist ein alter Kriegsfahrt hier wohl wahrscheinlich. Oh Mann, du. Schöne Grüße auf jeden Fall nochmal hier an Kevin, nicht? An den Bode Kevin. Der hat mich durch das Büschlein auf dem Rastplatz oder Parkplatz Hittfeld
hat er mich gesehen. Hat er erkannt, dass ich das gewesen bin. Mega krass. Adleraugen hat der Junge. Adleraugen. Boah, hier sind aber ein paar Wellen drin, Junge. Alter, ist das hier, der Boden hat hier eine Dauerwelle oder was? Neukloster, wo bleibst du? Ich will auf der Autobahn. Mecklenburg-Vorpommern am Morgen. Ich bin mal gespannt, was wir nächste Woche fahren. Aktuell fahre ich ja Kühler, diese Woche schon. Also die ganze Woche schon. Der Ronny ist ja noch im Urlaub. Der kommt wohl nächste Woche wieder. Dann ist Ringo auch im Urlaub. Der kommt nächste Woche nicht wieder. Und dann geht Jan nächste Woche in Urlaub. Also vermute ich mal, dass ich nächste Woche auch noch mal Kühler fahren werde. Das ist ja so auch kein Problem, ne? Solange ich nicht wieder irgendwo 24 Stunden rumstehen muss, löppt das alles. Und das Problem auf so Problem ist, irgendwann fängt rumstehen halt auch an zu nerven, ne? Das muss man ja mal dazu sagen. Ich könnte aber eigentlich auch mal das Fenster zumachen, aber sagt mir auch wieder keiner was, ne? So, jetzt haben wir das Fenster zu. Erste Folge der Realtime-Driving-Serie mit dem neuen Mikrofon. Geilomat, ey. Geilomat. Das haben wir. Bin ja schon so gespannt auf eure Rezension. Ihr kriegt ja morgen, ist Freitag. Ihr bekommt ja morgen auf den 26. Juli. Ich meine, wenn ihr das Video hier seht, haben wir ja schon. Digga, dann haben wir schon August, wenn ihr das Video hier seht. Nächste Woche Dienstag ist der 839. Der 1. August. Da bekommt ihr eine Realtime Driving Folge und eine Woche drauf diese hier. Ja. Ich bin schon ganz, auf jeden Fall ganz gespannt aktuell auf eure Rezension, was die Real Life Story angeht. Allgemein auf eure Rezension, was den Ton angeht. Genau. Ich habe jetzt auf jeden Fall für die GoPro hier noch einen neuen Akku bestellt, weil der hier ist nicht mehr so gut. Der macht, da kommt ein Kollege. Der ist nicht mehr so gut. Dieser Agu. Hält leider nicht mehr den ganzen Tag, so wie früher. Weiß, wenn ich mich noch recht erinnere, als ich die GoPro damals gekauft habe. Die ist jetzt noch schon fast 2 Jahre alt. Da hat der Akku noch einen ganzen Tag durchgehalten. Und das tut er jetzt hier nicht mehr. Also wenn ich jetzt eine halbe Stunde aufgenommen habe, ist der Akku schon wieder ein Dreiviertel leer. Das finde ich gar nicht gut. Deswegen habe ich ihm jetzt mal einen neuen Akku gekauft und dann ist die Kamera wieder auf dem neuesten Stand der Dinge, ne? Ich könnte mal ein Update machen, aber Updates sind auch nicht immer gut. Muss ich dazu sagen. Genau, und dann habe ich mir eine Konturenlehre gekauft. Das ist alles schon zu Hause. Nur ich bin noch nicht zu Hause. Ist auch komisch, ne? Dann werde ich mir nächste Woche nämlich Pappe mit zur Arbeit nehmen. Und werde eine Schablone machen für meinen Tisch. Hier für den LKW. Genau das werden wir so tun. Und dann muss ich mir nur mal irgendwie einen Tisch, also das Holz dann besorgen und dann den Tisch bauen. Dann brauche ich für den Tisch eventuell noch 1, 2, 3
Aluplatten, weil, wer sich noch daran erinnern kann, ich hatte mal gesagt gehabt, dass ich nur noch mit dem Magnetfuß arbeiten möchte und nicht mehr mit dem Stativ. Und dann werden die nämlich diese diese Metallplättchen, die werden dann nämlich unters Leder mit drunter gemacht. Und dann kann ich die Kamera da befestigen. Weißt du? Ja, Kollege, ich bin dir zu langsam. Du musst mich überholen hier, ne, Kollege? Ja, du musst hier übertreiben auf der engen Straße. Genau. Keine Geduld, Junge. Keine Zeit. Scheiß auf mein Leben. Alles geldgierige Menschen, Junge, die so fahren. Ich muss schnell zur Arbeit, ich hab verschlafen. Ja, du bist da eh schon zu spät. Da brauchst du jetzt auch nicht abhetzen. Die 3 Minuten kommen jetzt auch nicht drauf an. Das habe ich mir auch abgewöhnt, wenn man verpennt hat, sich den Affen abzuhetzen. Das bringt überhaupt nichts. Und dann geht auch alles nur negativ auf die Pumpe. Genau, das ist auf jeden Fall so der Plan mit dem Tisch. Da nehme ich euch selbstverständlich für die Real Life Story, nehme ich euch da auf jeden Fall mit. Ihr Lieben. So, haben wir denn jetzt hier noch 7 Kilometer? 492. Uiuiuiui. Das ist doch alles eng hier, doch. Aber wir wissen ja alle, eng ist ein dehnbarer Begriff. Nur schmal ist scheiße. So. Ich habe jetzt schon wieder nicht auf die Uhr geachtet hier, aber die Kamera geht sowieso nach 30 Minuten aus. Also werden wir auf jeden Fall wieder einen Cut drin haben. Gehe ich mal schwer davon aus. Die Mecklenburger Prärie hier, Junge. Aber der Mais ist schon voll groß, Junge, finde ich. Der ist schon richtig hochgekommen. Kann ich euch noch sagen? Außer dass das Rumstehen, 24 Stunden, ey, nur gestanden. Ne? Aber ich muss sagen, der Actros hat gut durchgehalten mit der Batterie. Er hat zwar heute zwischen 3 und, also von gestern Abend 23 Uhr bis heute Morgen 3.30 Uhr, irgendwo dazwischen hat er sich abgeschaltet, weil der Akku leer war. Aber mit Standklima, Nebenverbraucher, Spannungswandler, Kaffeemaschine, Radio hat er echt fast 24 Stunden durchgehalten, ohne dass ich den Motor einmal angemacht habe. Sehr gut. Viel, viel besser als beim MP4. Den konntest du ja nicht mal 10 Stunden stehen lassen. Da war das Ding ja schon gleich tot. Herr Actros, Sie dürfen auch gerne einen Gang runterschalten. Sie müssen sich hier nicht mit 50 durch die Ortschaft quälen im 12. Gang. Sie dürfen auch gerne noch einen runter. Guck mal, jetzt musst du sowieso schalten. Jetzt dürfen wir nur 30 fahren. Da hat er geschaltet. Gestern um 18.20 Uhr ausgeschlafen und dann sollst du wieder ins Bett, weil du heute Morgen um 5 erst los solltest, beziehungsweise ich bin um 4 losgefahren. Irgendwann ist halt auch nichts mehr mit Pennen, ne?
irgendwann ist halt auch alles nichts mehr mit Pennen. So, Navi sagt, wir sollen uns links halten. Dann müssen wir mal kicken hier. Zur A14? Was sollen wir denn bei der A14? Ich dachte, ich hätte gerade gehört, wie der Kühler piept. Aber der Arktus ist leider so laut, dass man das nicht hört. Oh. Er liegt ja auf Penn auf der Bank, Alter. Warum es in der heutigen Zeit noch Obdachlose gibt, Leute, das verstehe ich echt nicht. Das ist mir ein Rätsel. Das ist mir echt ein Rätsel. Für jeden Flüchtling gibt es eine Unterkunft, aber für unsere eigenen Obdachlosen gibt es gar nichts. That's life, oder? That's life. Ja, das ist aber schlecht. Fahr mit deinem scheiß Audi keinen Millimeter zurück, Alter. Was ist das für ein Pfeifen? Habt ihr das auch gehört? Ihr habt gerade mal das Fenster runter gemacht. Das würde mich jetzt dann doch mal interessieren, was das für ein Pfeifen ist. Stehen bleiben. Bloß vom Auflieger kommen. Oder wart. Ja, nichts packen, das werden wir mal ansteuern und mal anhalten und uns das Geschehen mal angucken. So. Wir sind jetzt immer noch auf der L14, keine Ahnung, Reinsdorfer Straße. Das sieht schon wieder wesentlich besser aus hier. Oder was sagt ihr dazu? Ich finde schon. So, dann willst du mit mir über die A14 fahren. Das ist total schlecht. Total schlecht ist das. So, meine Lieben, welcome back. Jetzt haben wir den Kollegen beim Pinkeln gesehen. Ich war jetzt gerade, wir sind schon auf der A20, ich war jetzt gerade auf dem Parkplatz hier eben ganz kurz nach dem Kühler gucken und der war tatsächlich noch aus. Als Nicht-Kühler-Kenner habe ich jetzt erstmal geguckt, wie man die Gurke wieder anschmeißt. Aber hat alles geklappt, jetzt läuft er wieder. Und jetzt sind wir auf der A20 und düsen jetzt mit Mopsgeschwindigkeit zum Rastplatz Schönberger Land. Wo ich eventuell gleich sogar noch eine halbe Stunde Pause machen werde, ich weiß es noch nicht. Vielleicht fahre ich aber auch noch.
Das sehen wir denn, wenn das soweit ist. Nicht wahr? Und dann können wir was mampfen. Ja, da hat der Rollo die erste Woche sein neues Mikrofon. Und was ist davon schon nicht mehr anwesend? Der Magnet. Muss ich nachher nochmal irgendwo gucken. Irgendwo wird das Ding ja wohl hoffentlich rumliegen oder irgendwo kleben. Nicht wahr? Der Kamera war nämlich vorhin wieder zu weiß. Es wird auch definitiv keine GoPro mehr geben. Also ich habe mir jetzt schon mal das neue Mikrofon geholt und werde mir nächsten Monat, also im August oder vielleicht im September, das muss ich mal schauen, werde ich mir auch eine neue Kamera holen. Und das wird definitiv keine GoPro. Definitiv nicht, Leute. Das ist schon eine Sauerei, dass man bei GoPro alles extra kaufen muss. Und dann funktioniert das alles noch nicht mal so, wie es soll. Ist auch gut, gell? Naja. Halb so schlimm. Vielleicht ziehen wir ja noch was in die Luft. Auf jeden Fall werde ich mal mit El Pepe was machen zusammen. Das wäre doch auch eine geile Sache. Guck mal, Blümchen auf dem Auto. Guck mal. Habt ihr das gesehen? Wir haben jetzt 7 Uhr und 8 Minuten. Und tot ist Tier. Alter, was momentan wieder Tiere totgefahren werden auf der Autobahn, ne? Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach der Wahnsinn. Ach ja. Wochenende. Näher. Das hier ist schon schön mehr Land, ey. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, oder? Das dachte ich mir. TomTom. Wo die Betreiber oder Hersteller von TomTom manches Mal ihre Infos her haben, dass man da mit einem LKW parken kann, obwohl das ein Supermarktparkplatz ist, ein kleiner. Das würde mich ja mal interessieren.
wunderschön. Wunderschöne Windmühlen, Windkrafträder. Also es war ironisch gemeint jetzt, ne? Für alle, die jetzt denken, hey, ist er bescheuert. Das war ironisch gemeint. Das war Ironien. Ich glaube, ich werde krank, Alter. Ich glaube, ich kriege hier einen Schnüppen oder so. Gestern Abend schon im Bett gelegen mit verstopfter Nase und ein bisschen Husten. Heute so stimmlich und Näschen so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir kriegen da so ein kleines Nipskin. Aber nur ein kleines, hoffe ich. Hoffen. Jojo. Wie langsam manche einfach mit dem Auto auf der Autobahn fahren, ne? Wahnsinn. Soll man nicht glauben, dass es das gibt, aber das gibt es. Aber so wirklich warm wäre heute auch nicht draußen, ne? Ja, was heißt so wirklich warm? Wir haben ja auch erst noch früh um 7, ne? Der Sommer ist langsam echt wieder vorbei, Leute. Und das war ein richtig mieser Sommer dieses Jahr. Das war ein richtig mieser Sommer. Oder was sagt ihr dazu? Ich finde, das war ein richtig mieser Sommer. Ernsthaft. Noch 2 Monate, dann fangen die kalten Jahreszeiten wieder an. Ekelhaft. Ekelhaft einfach. Freue ich mich gar nicht drauf. Was haben wir denn hier vor uns? 79. Das will aber hoffentlich nicht so bleiben. Ah, 89, das lasse ich mir gefallen. Das ist okay. Das können wir so lassen tun. Ist ja blöd, jetzt meckert er wieder rum hier, ich soll mein Lenkrad festhalten. Obwohl ich den Assistenten ausgeschaltet habe. Manchmal klingelt der, obwohl ich den Assistenten wie gesagt aus habe, klingelt der. Und 5 Sekunden später schaltet er mir mein ähm,
Tempomaten aus. Ist auch gut, ne? Technik muss man manchmal auch nicht verstehen. Aber nur manches Mal nicht. Richtig, dass ich das vergessen habe, gestern das Video hochzuladen, weil ich gestern dachte, wir haben Dienstag. Das ärgert mich richtig krass, ey. Soll man nicht glauben, ey. Auf jeden Fall haben wir noch 19 Kilometer und dann ist die Folge auch schon wieder beendet, weil dann bin ich nämlich an meinem Lieblingsrastplatz angekommen auf der A20. Und dann, ja. Geht das nächste Woche weiter. Dann geht das nächste Woche weiter. So richtig entspannt, Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Das ist so richtig entspannt, einfach nur noch 3 Serien zu schneiden und nicht mehr 4. Obwohl ich ja eigentlich sagen muss, bei der Realtime Driving Folge ist ja gar nicht viel mit Schneiden. Einmal durchlaufen, gucken, ob alles passt und dann war es das. Leider erstmal alles wieder ohne Intro. Dadurch, dass mein Laptop ja nun kaputt ist, muss ich das Wochenende jetzt erstmal die ganzen Daten von meinem Laptop runterholen und muss die irgendwie auf mein Tablet kriegen. Zumindest meine. Ist diese Drecksau schon wieder an? Alter, ich hab dich gerade ausgemacht, Junge. Was ist los mit dir? Jetzt. Und muss das irgendwie auf mein Tablet kriegen. Zumindest mein Intro und die Bilder. Muss ich da irgendwie auf mein Tablet raufhauen und dann kann ich das Intro wieder einfügen. Oder vielleicht überlege ich mir auch noch mal was Neues mit dem Intro. Ich muss mal schauen. Ich muss mir das mal anschauen, wie wir das machen. Verkehr gespannt. Hamburg, A1 überhaupt allgemein. Einen wunderschönen fetten Unfall haben wir ja heute Morgen schon gesehen, um 4 Uhr. Tja. Traveland Trans hat jetzt mittlerweile auch weiße LKWs. Das ist auch gut. Das sieht schick aus.
hätte gestern in den 24 Stunden, die ich da rumgestanden habe, ja auch einfach mal meine Aufkleber an die Scheiben backen können. Ne? Habe ich auch noch nicht gemacht. Weil ich echt noch am Überlegen bin, Leute, ob ich das die Beschriftung wieder in weiß mache, so wie ich es am Volvo hatte, oder ob ich die tatsächlich dieses Mal in gelb mache. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich meine, weiß passt irgendwie auch gar nicht zu gelb. So wirklich. Wenn alles in gelb ist, könnte das schon echt alles ein bisschen überladen sein, ne? Denke ich. Dass es so quasi so erdrückend wirkt, wenn man das Ganze in gelb macht. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen oder wie ich das machen werde. Die Abstimmung für den Namen habe ich auch noch nicht gemacht. Schleift ein bisschen, aber wie gesagt, ich bin ja jetzt erst wieder die erste Woche am Film. Ich muss erstmal wieder meinen Rhythmus reinfinden, weißt du. Und dann kann das alles weitergehen hier. Ja. Der Ton ist übrigens richtig gut, finde ich. Allerdings werde ich die anderen Sachen mal noch ausprobieren. Ich kann hier nämlich noch ein bisschen rumspielen, aber ich habe mich mit dem Mikrofon noch gar nicht weiter beschäftigt hier. Ich kann da nämlich noch Equalizer, ich kann verschiedene Tonmodis einstellen zum Aufnehmen. Das ist schon nice. Denn hier 82. Nee. Digga, du kommst mit 90 an ihm nicht vorbei oder wie haben wir das jetzt? So, ihr Lieben, da melde ich mich ja nochmal zurück. Was? Ja, wie ihr seht. Wir sind jetzt mittlerweile auf der A1. Die Kamera war der Meinung, dann nochmal vorm Rastplatz Schönberger Land auszugehen. Er war dem guten Stück dann wieder zu warm. Diesmal hat er nur 19 Minuten geschafft, keine 30. Gesamtlänge der Real-Time-Driving-Folge ist aktuell keine Ahnung. Weil Kumpel Bolleck hier meint halt ständig ausgehen zu müssen, weil es ein bisschen warm wird, ne? Tja, was soll man da sagen? Können wir leider nur so hinnehmen, wie das. Genau. Tja, ja. Deswegen sammle ich jetzt hier einmal noch mal ganz kurz ein kleines bisschen. Und dann ist die Folge beendet. Schade, GoPro, dass du jedes Mal abkackst hier, wenn ich am Film bin. Das wäre so ein schönes Ende geworden, aber nein. GoPro sagt nein. GoPro ist zu warm. GoPro nichts gute Kamera. Ja. Was willst du machen? Wir haben jetzt gerade schon dreiviertel Stunde Pause, wollte ich gerade sagen. Halbe Stunde Pause gemacht. Haben jetzt noch eine Stunde 34 bis nach Wildeshausen. Wo wir dann abladen werden. Und dann werden wir weiter nach Garrel fahren.
Genauso werden wir das machen tun. Und dann kommt uns der blaue Scania von Mike Tapp entgegen. Jojo. Schöne Grüße an Odin an dieser Stelle. So. Was kann ich noch sagen? Nicht viel. Bisschen ärgerlich mit dem mit der Aufnahme, aber gut, was wir jetzt machen, können wir nichts machen, können wir nur gucken zu, nicht wahr? Schade, schade, schade. Ich hoffe, das ist dann mit der neuen Kamera dann auch alles besser. Das hoffe ich. Das hofft der Rollo doch ganz doll, wa? Und er hier fährt 79, Alter. Warum? Warum, Alter? Was ist denn mit euch, Junge? Habt ihr alle Wasser im Kopf, Junge? Kann doch nicht sein, Alter. Mann, 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 Alter. Das ist eine Autobahn, Junge, und keine Landstraße. Die sind ja heute alle wieder wie die Bekloppten unterwegs, Junge. Das gibt's gar nicht, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dann geht's bergab und dann lässt das laufen hier. Kollege, wo du auch immer herkommst, Junge. Aber seht ihr die Beule da im Dach oben? Leck mich am Arsch. Du bist ja richtig kacke beladen, ey. Aber mal so richtig, richtig kacke. Mann, 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 ey. Was auch immer du geladen hast, steht ja auf jeden Fall ganz schön in der rechten Seite drin. Würde ich mal so behaupten. Ja, ja. Da kannst du nichts machen, so kannst du nur gucken zu. Yo, yo, yo. Die ganzen Touris hier, Junge. Mann, 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 Mann. Der Wahnsinn. Der pure Wahnsinn schon wieder heute hier. Ja, eins der neuen BAG-Autos. Mit ihrer Hightech-Ausrüstung auf dem Dach. Einmal an uns vorbeigefahren, wissen sie alles, was sie wollen. Alles. Länge, Höhe, alles. Alles. So viel zum Thema Datenschutz. Nicht wahr? Alles bloß dummes Gelaber von unseren Politikern. Wir haben es jetzt übrigens mittlerweile 9.34 Uhr. Grad draußen und wir haben schon bald wieder Feierabend. Hammer. Dann hätten wir auf jeden Fall auch eine neue Real-Time-Driving-Folge im Kasten und
Ich muss auf jeden Fall nachher noch mal irgendwie kurz einen Rastplatz ansteuern. Ich muss mir noch eine Flasche Cola holen. Ich habe mir Schönberger Land nur ein Energy geholt und was zu essen natürlich. Die haben heute da irgendwie schlechte Laune gehabt. Aber das kommt mal vor, nicht jeder Tag ist gleich. Bei keinem von uns. Nur? Genau. Genau, genau, genau. Und dann werden wir nachher, wenn wir dann in Garrel sind, werden wir dann auf jeden Fall einkaufen fahren. Aufgeraucht. Aus die Maus. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, das war es gewesen von dieser Folge, nicht? Oh, jetzt habe ich ins Mikrofon reingebrüllt, weil ich runtergeguckt habe. Verzeihung. Das war es auf jeden Fall gewesen von dieser Folge. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann liken, teilen, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, macht wie ihr denkt, wie immer, ihr Lieben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ach, wisst ihr was, ich hole mir hier jetzt was zu trinken. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin bleibt auf jeden Fall alle gesund und munter. Und lasst euch nicht verdummscheißern da draußen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, ihr Lieben. Bis dahin, macht das hübsch. Versteht ihr das? Rinjaun!